Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch eine weitere versteckte Errungenschaft unter Wunder der Welt, Schnee wie Wind. Besiege einen Mago Ukenki, ohne von seinen Phantomen getroffen zu werden. Für 10 Urgesteine tatsächlich. Und das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so perfekt vorführen kann, weil ich habe die Errungenschaft sowieso schon. Meine Empfehlung auf jeden Fall, verwendet Gerichte, vor allem Gerichte, die euch stärker machen. Also mindestens ein Angriffsgericht, dass ihr da ein bisschen mehr Power einfach habt, weil... Wenn man irgendwas ausweichen soll, ist es immer von Vorteil, dass der Kampf so kurz dauert wie nur irgendwie möglich. Und wenn er viel Schaden macht, dann sorgt er dafür, dass der Kampf kürzer dauert. Und im Endeffekt, was man machen muss, ist einfach folgendes. Und zwar kämpft Mago Ukenki mit der Hilfe von sogenannten Phantomen. Und diese beschwört er vor allem nach der ersten Kampfphase. Ich glaube sogar nur nach der ersten Kampfphase. Und diesen Angriffen muss man im Endeffekt, genauso wie ich gerade ausgewichen bin, einfach ausweichen. Und ja gut, dieses einfach ist relativ, sage ich mal. Ganz so einfach ist es natürlich nicht immer. Aber man weiß eigentlich ungefähr, was man machen muss. Da zum Beispiel ist es ganz klar, das Phantom ist natürlich einfach der nicht echte Mago Ukenki. Ah, jetzt bin ich in die falsche Richtung ausgewichen. Genau, da wäre ich jetzt quasi nicht ausgewichen. Das heißt, jetzt müsste ich quasi schon neu starten. Ich habe die Errungenschaft aber schon, deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, weil das ist das Gleiche. Nochmal so eine Fähigkeit, wo der, wo das Phantom im Endeffekt danach einfach nochmal mitkämpft. Hier das Gleiche. Das Phantom führt quasi die Angriffe von Mago Kenki nochmal wie ein Spiegelbild sozusagen aus. Genau. Da muss man im Endeffekt immer die Lücken finden zwischen den Angriffen von Mago Kenki und seinem Phantom, wo man eben angreifen kann und relativ safe ist. Jetzt wird man ihn besiegt. Also jetzt, keine Ahnung, waren 4 oder 5 Phantomangriffe und ich bin von 2 getroffen worden. Das war ziemlich schlecht. Aber ja, da habt ihr zumindest mal die Reihenfolge der Angriffe ungefähr gesehen. Und ja, wie man im Endeffekt am besten ausweichen soll. Also beim ersten bin ich in die falsche Richtung gesprintet und beim zweiten, weiß ich nicht mehr, was war da, bin ich nicht schnell genug, weit genug weg gewesen. Ja, also wenn man ihn ein paar Mal herausgefordert hat, kennt man seine Angriffe ungefähr. Also ich kämpfe persönlich nie gegen Mago Ukenki, deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so vertraut mit seinen Fähigkeiten. Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, geht's auf jeden Fall. Empfehlenswert ist natürlich, dass man Fernkämpfer benutzt, weil auf Distanz, finde ich persönlich, kann man seinen Angriffen leichter ausweichen. Aber wenn man direkt vor ihm steht, es gibt ein paar Angriffe, wo dann das Phantom plötzlich vor dir steht, wo er quasi Position mit dem Phantom tauscht. Und dann stehst du plötzlich vor dem Phantom und dann kommst du eigentlich unmöglich wieder weg davon. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Fernkämpfer zu benutzen. Entweder Katalysator oder Bogennutzer. Und dann sollte das eigentlich schon so klappen. Und ja, dann sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.